Der Mix Quickie, heute ein Power Müsli. Ein Power Müsli bestehend aus Apfel, Bananen, bisschen Zitrone, frisches Vitamin C, ein bisschen Hafer Crunch oder Müsli, whatever ihr mögt. Ein bisschen Naturjoghurt und ja, ich habe heute noch frische Mango dazu genommen. Wir starten. Zwei Bananen, also ich mache jetzt ein Frühstück für zwei. Ne? Das freut mich bietet sehr. Bietet sich ja an, du freust dich schon, ja. Ja, schon. Ich muss schon sagen, Frühstück ist fertig. Ja. So, zwei Äpfel. Also wir haben so viele Äpfel im Garten, deswegen werden wir heute mal zwei Äpfel verpacken. Also ich habe die nur gewaschen, die Schale lasse ich selbstverständlich dran. Ihr wisst, da sind die Vitamine dran und ein Apfel am Tag. An apple today, keep the doctor away. Ja. Nur die Zähne muss man sich trotzdem putzen, ne? Nicht vergessen. Die Fruchtsäure greift die Zähne an. Ja. Also, ich putze mir immer die Zähne. Wäre ja noch schöner. Ja, nee. Also bitte. So. Wenn man das dann hier mal ganz locker. Sekunden. Stufe 5. So, sieht schon gut aus. Und da könnt ihr jetzt einfach nehmen, was ihr wollt. Nehmen wir jetzt einen Hafer Crunch. Ja. Ihr könnt aber auch jegliches anderes Müsli nehmen, Haferflocken, was euch beliebt am frühen Morgen. So, und dann noch ein bisschen Naturjoghurt. Auch nach Gusto. Auch nach Gusto, genau. So, und das verrühren wir jetzt auch nochmal kurz. Ist schon. Super easy. Zucker, Süße kommt nur durch die Früchte. Ist auch schon mal gut. Kein zugesetzter Zucker. Kann man natürlich jetzt auch schon so essen. Ich meine, wenn ihr genau. Mango zu Hause habt, ihr könnt das natürlich auch noch mit Himbeeren, mit Blaubeeren garnieren, dekorieren, ein paar Nüsse noch oben drüber. Wenn ihr es ein bisschen süßer haben möchtet, noch könnt ihr ein bisschen Honig oder Agavendicksaft drauf machen. Keinen raffinierten Zucker benutzen, keinen extra raffinierten Zucker. Die Mango bringt jetzt auch noch Süße ja, mit rein. Ich würde jetzt da auch überhaupt keinen Zucker mehr, da ist ja schon genug Zucker drin. Ne? Silvia, wir nehmen ja eh schon genug Zucker zu uns. Ja, wir sollten Zucker auf jeden Fall reduzieren. Und du wirst mal merken, wenn du mal ein paar Wochen keinen Zucker zu dir genommen hast oder versucht hast, das nicht zu tun, wie süß die Sachen wieder schmecken. Ja. Das ist unfassbar. Ich habe das mal gemacht, ich habe mal bewusst auf Zucker verzichtet und nach 4 Wochen habe ich ein Stück Kuchen gegessen oder einen Keks und das war so süß gewesen, also Wahnsinn. Deswegen, unser Mix-Quickie für den Samstag. Lasst es euch schmecken. Ein schönes Wochenende. Tschüss!